Sternschnuppe fliegt zu uns. Hallo Leute, ich bin hier, euer Waldi. Heute geht richtig weihnachtlich hier bei uns. Wir machen heute Puttenkeulen und wie man so sieht, ein Christbaum haben wir da. Hier haben wir das, die Familie, Jesus-Familie, also Josef, Maria und Jesus. Und heute geht richtig weihnachtlich vor bei uns hier. Wird richtig weihnachtlich Puttenkeule wird gebraten, ja. Und wie ich immer so sage, ja, also Glaube versetzt die Berge. Ja, so ist es. Weihnachten üblich ist, da haben wir hier Kerzenstände und wir wollen jetzt auch, dass die Kerzen zum Leuchten kommen, ja? So, einmal und zweimal. Üblich ist, wir haben hier Kerzenstände und die Kerzen haben wir zum Leuchten gebracht. Das heißt, dass das hier die Jesus-Familie ständig und ewig das Licht leuchten soll, ja? Das ist gut so. So, und hier muss ich euch etwas zeigen, was ich mir gekauft habe. Ich habe ja jetzt eine Schürze, eine Kochschürze und das ist für mich was Besonderes, weil es, ich sage ja manchmal, ich bin drei Sternekoch oder vier Sternekoch, möchte ich gerne werden, aber das werde ich ja nicht. Und hier habe ich ja nur Koch stehen, weil ich bin ein Null-Sternekoch, ja, ein Null-Sternekoch. Und dann Null hier aufschreiben und Stern, das ist mir ein bisschen peinlich, ja. Da habe ich nur beim Koch stehen gelassen, ja. Aber immerhin, hier steht ja euer Waldi. Euer Waldi. Euer Waldi. So, hier ist Maria und Josef und Jesuskind. So, alles schön. Die Kerzen schön am Leuchten. Christbaum schön bunt. Und hier sind die Sachen, die ich mir für die Puttenkeulen vorbereitet habe. Ja, das ist ja eine orange Apfel, angeweichte Pilze, trockenen Pilze. Dann habe ich auch Rosmarin, dann habe ich Thymian, Pfeffer, Salz, Brühe und Honig habe ich auch. Ja gut, und wie immer Margarine, ne, die kommt auch noch dazu. So, super. So, hier habe ich Thymian und Rosmarin drin und jetzt tue ich das in den Mörser zerkleinern, also richtig zu Pulver verarbeiten. Und dann kommt ja etwas Öl hier rein. Also ich tue ja auch ein bisschen Öl rein heute. So ganz ohne möchte ich das nicht machen. So, wunderbar, habe ich drin, so, und damit werden die Keulen gepinselt. So, ich tue hier auch noch in den Mörser, tue ich auch noch etwas Honig rein, ja, etwas Honig rein. Das klingt zwar etwas exotisch, ist aber schon eine gute Sache und das macht seinen Sinn, ja. Jetzt tue ich das nochmal, so, jetzt tue ich mal in den Topf Margarine rein und zwar nicht wenig, das kann man ja sehen, ne? Außerdem kommt dann später noch Öl rein, ne? Also das ist schon eine tolle Sache, ne? So, super, hier haben wir die schönen Puttenkeulen, das kann man ja sehen. Ah, super, schöne Keulen, wunderschöne Keulen, also da kann man nur dazu sagen, wie man mich kennt,
Lecker, 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 wenn das fertig ist. Jetzt noch nicht, ne? Jetzt noch nicht. So, jetzt tue ich mal die Apfelsine oder Orange, besser gesagt, durchschneiden, ja? Wunderbar. Wunderbar. Und die tue ich nochmal durchschneiden. Und nochmal durchschneiden. Da leuchtet auf jeden Fall die Straße. So Leute, jetzt tue ich mal die Keulen da rein. Wunderbar. Oi, 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 oi. Oi, 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 da hört man ja den Klang der Schönheit, ja? Das ist der Klang der Schönheit. So Leute, also ich möchte euch etwas zu Weihnachten sagen. Also Weihnachten ist ein Familienfest, ja? Wo viele Leute sich zusammentreffen, also überhaupt die Familie, auch Freunde, Bekannte auch. Aber ich sage ja jetzt, die Familie, die sich ganzes Jahr nicht gesehen haben oder viele Monate haben sich nicht gesehen, weil jeder kümmert sich um sich selbst und dann Weihnachten, da versucht man versucht sich zusammen treffen, ja, und etwas zusammen feiern und sich austauschen mit den Erfahrungen, was man gesammelt hat, ja. Also Weihnachten ist schon was Besonderes, ja. Und ich denke, dass das in Ordnung ist, so, ja. So Leute, was ich noch sagen will, also es gibt ja viele arme Leute, Obdachlose und Leute, die kein Geld haben, aber mir geht es ja jetzt vor allem um die Obdachlose. Unsere älteste Tochter, sie engagiert sich für die Obdachlose. Sie fährt aus, also Essen, sie sammelt erstmal das Ganze. Das ist eine Organisation, wo sie da mitmacht. Ja, und Bekleidung und sowas tut sie dann verteilen an die armen Leute, jetzt vor allem im Winter, wo so schwer ist für sie. So, jetzt tun wir mal mit Pinseln die Keulen. Hier haben wir das gute Zeug, was wir in den Mörser verkleinert haben und auch etwas Honig ist da drin. Und dann tun wir mal so, jetzt tue ich mal ein bisschen Pfeffer drauf. Pfeffer. So, super. Und auch Salz. Wunderbar. Wunderbar. So. Wunderbar. Lecker, lecker, lecker. So, herrlich. So Leute, jetzt tue ich hier auch noch. Wunderbar. Jetzt tue ich hier auch noch Orange, wie ich gesagt habe. Die Orange kommt hier rein. Ach, das ist Wahnsinn. Das ist reiner Wahnsinn, Leute. Und hier kommt noch Apfel rein. Lecker, 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 sage ich euch. So, jetzt haben wir hier also Orange, Apfel und Pilze. Trockenpilze drin, ja? Also ist schon eine tolle Sache. Wie man so immer sagt. Lecker, 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 lecker. Lecker, 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 lecker. So, jetzt tue ich noch Knoblauch rein. So, zack, 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 zack. Und hier noch ein bisschen. So. Und jetzt tue ich mal die Keulen umdrehen. Die haben eine herrliche Farbe bekommen. Das muss ich euch verraten. Also eine leckere Farbe haben die bekommen, die Keulen.
Also wunderschön, wunderschön. Ich tue hier aber trotzdem noch ein bisschen bepinseln, ja, mit Kräutern, ja, wunderbar. Kann man ja sehen, die Kräuter hier mit Honig, also Rosmarin und Thymian, ja. Wunderbar, super, lecker. So, jetzt machen wir den Deckel zu. Jo. Wunderbar. Was für bestimmt wieder deine Woche? So Leute, das Essen ist fertig, also die guten Keulen sind fertig. Ich werde die jetzt servieren, ja? Also ich hole die jetzt mal raus. Boah, das ist eine lecker Essen. Wenn ich das so sehe und betrachte, da sage ich nur mal sowas. Also wie ich manchmal so nur erwähne. 4 Sterne, 5 Sterne Koch, ja? Ja, natürlich, das ist ja Spaß. Ich soll ja das keine zu ernst nehmen, ne? So, machen wir jetzt mal eine Aufnahme, wie immer, ne? Also ich kann das ja drehen, wie ich möchte, ne? Also es ist schon eine tolle Sache, also man kann ja sehen, wie schön das Ganze aussieht, ne? Also ist schon lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Also wunderbar, wunderbar. Wunderbares Essen, wunderbare Keule. Also herrlich, herrlich, wie das so aussieht, wunderbar. Und riechen tut das, boah, die ganze Kräuter, das ganze, Leute, Leute, das ist reine Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. So Leute, wir sind ja soweit fertig, also da kann man, hier kann man ja wirklich sehen, was das für eine Leistung ist, ne? Wie das schön aussieht. Also wunderbar, wunderbar. Okay, eigenes Lob stinkt, ne, sagt man ja. Aber nicht bei mir, ne? Okay, Leute, also wie gesagt, Weihnachtszeit ist ja immer ein Fest, wo die Familie zusammenkommt, sich zusammentrifft, sich austauscht und erzählt ihre Erfahrungen, was eine oder der andere im ganzen Jahr oder in diesem Jahr durchlebte und so weiter. Ja, es gibt ja gute Erinnerungen und es gibt ja schlechte Erinnerungen. Aber man muss das irgendwie positiv nehmen, bis auf die ganz schlechte. Ja, aber wie gesagt, wir sind ja hier fertig mit dem Essen. Und da sage ich euch nur weiter, also frohe Weihnachten, bleibt mal alle gesund und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ne? So, bleibt mal alle gesund. Alles Gute euch allen. Bleibt mal alle gesund. Und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und frohe Weihnachten euch allen. Ne? So, eure Waldi. So.